So, weiter geht's im nächsten Part. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, so. Ja, ich finde die Musik echt toll. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ah, kann ich das hier irgendwo runterziehen? Ne, sieht nicht so aus. Schade. Aber ich kann mich hier langsam runterseilen. Oh, jetzt muss ich aber... Oh, das haben wir, hat ja gut geklappt. So, mal hier vorbei. Komm her! So, haben wir... Oh, haben wir auch. Jetzt wird's aber hier... Was ist denn da unten? Hier durch? Nee, da kommen wir noch nicht durch. Wow! Mist! Mist! Ich bin ja nicht so der Geschicklichkeitstyp, ey. Aber ich finde das Spiel auch echt verdammt... Oh, jetzt muss ich da zurück. Verdammt niedlich. Oh! Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich habe das, wie gesagt, schon davor ein paar Minütchen angespielt. Um mich zu entscheiden, ob ich das nun Let's Play oder nicht. Ah, da oben ist eine Kiste. Ah, komm runter. Ah, so geht das also. Kann ich irgendwie stehen lassen, damit ich mich da ranhangel. Hangel, Hangel, Hangel. Ah, ich kann sie ja auch Schwung geben. Ich werde mir meine Kiste zeichnen. Na komm schon. Nein, ich will nicht. Mann. Das ist ja jetzt. Ich nehme mal wieder hier den Zauberer. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an, ich weiß. Wow. Ja, geschafft. Oh. Runtergehangelt. So cool. Aha, damit kann ich es also immerhin abwehren. So, die Frage, wie ich da... Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn der drauf geht, Leute. Ich möchte das ungern ausprobieren. Nehme ich wieder ihmchen. Ich vermute mal, dann werden wir durch zum... zum letzten Speicherpunkt kommen. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, ja, alleine kann man, also man kann es ja, man braucht ja eigentlich alle, um hier vorzufahren, sonst wäre der Sinn des Spiels weg. Würde ich vermuten. So, schnabulieren wir die auch noch schnell weg. Na komm, hoch. Uah. Uah. Ich fasse es nicht. Da mache ich zwei schön ohne Schaden und dann werde ich von einem hier aufgegessen. Da drüben ist der nächste Speicherpunkt. Zumindest komme ich da oben schon hoch. Ich glaube schon. Ja. Nee, ich glaube, ich muss oben lang. Ich komme mal eben zurück. Zurück hier. Zack, zack.
Ah, jetzt bin ich dagegen gestoßen, Mensch. Ja. So. Ja. Ich kann eigentlich auch mal... Ich wollte vorhin eigentlich ein Infovideo drehen, aber irgendwie... Ja. Ist jetzt nicht so... Nicht so wirklich das... also eigentlich hatte ich... Ich verhaspel mich gerade irgendwie. Ich wollte vorhin eigentlich ein Infovideo drehen, aber irgendwie ist das nicht so gelungen. Ich habe nicht wirklich rausbekommen, wie ich das jetzt mache. Also mit Camtasia Recorder, klar, aber... Wow. Das war gerade... Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, den flüssig zum Laufen zu kriegen. Oh, was ist hier gerade los? Oh, oh. Ja, jetzt wissen wir, was passiert dann. Oh, wie soll ich die denn hauen hier? Deswegen kann ich euch so noch ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Normalerweise mache ich das direkt per PN, aber warum nicht auch so? Es kam unter anderem die Frage, ob man mir auch Let's Plays vorschlagen darf. Ja, werde ich auch noch in meinen Kanal schreiben, selbstverständlich dürft ihr das. Ich werde zwar weiterhin die Spiele auswählen, aber wenn das Spiel vielleicht sowieso auf meiner Liste stand oder ich überlegt habe, ob ich das Let's Playen würde, dann wäre das halt recht wahrscheinlich, wäre das eine Stimme für das Spiel. Also, da kam beispielsweise Heroes of Might and Magic 6. Ja, wäre eine Idee. Muss ich noch gucken, ob ich das Let's Playe. Heroes of Might and Magic finde ich ziemlich cool, also... Oh, mein Krieger lebt wieder. Ich habe den dritten Teil vor allem sehr geliebt. Die davor waren dann immer so ein bisschen... Ja. Ach, verdammt. Nein! Oh, was mache ich gerade? Ach, jetzt habe ich es geschafft. Die danach, die waren nicht so mein Fall. Fehlte mir irgendwie was. Ich laufe jetzt einfach mal hier oben lang. In der Hoffnung, ich komme gleich an einen. Oh, das ist toll. Ah, ich finde. Oh, oh. Es wackelt. Aber Heroes of Might and Magic 6 wäre durchaus eine Idee. Ja, ansonsten, vielen, vielen lieben Dank für euer ganzes Feedback und die Resonanz, die ich bisher auf meine Videos bekommen habe. War wirklich gewaltig. Auch wenn ich vergleiche mit, da hatte ich zwei Stück, von wegen, ich könnte einer von den Großen werden oder sowas. Ich meine, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und, ja, ist natürlich cool, aber ich finde es ein bisschen überzogen. Trotzdem freue ich mich natürlich über jedes Feedback. Ich kann es irgendwie nach oben schieben hier. Und finde es wirklich enorm, dass ich innerhalb von... Mal, ich habe eine Idee. Dass ich innerhalb von einer Woche schon diese Anzahl an Abonnenten erreichen konnte. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ursprünglich war das ein bisschen als Gag gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es in meinem ersten Video gesagt habe. Also die Idee stammte ursprünglich aus einem Gag mit einem Kumpel zusammen, dass ich überhaupt Let's Plays aufnehme. Da hatten wir ein... Na, komm schon. Ja, ich weiß jetzt, wie es geht. Ihr braucht mich nicht anmeckern. Die Idee stammte ursprünglich aus einem Let's Play-Gag zu League of Legends, wo wir ein kleines Together gespielt haben. Das Video wollt ihr nicht sehen, glaubt mir. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habe ich mich halt direkt spontan entschieden, mache ich das doch auch mal. Und ja, das ist der Grund, warum ich euch jetzt auch so auf den Keks gehen darf. Aber dem einen oder anderen gefällt es scheinbar. Was ich sehr cool finde. Freut mich natürlich riesig. Oh, der ist da. Nein! Ich will nicht schon wieder mich hochdrehen müssen. Jetzt muss ich mir aber in die andere Richtung, oder? Wusch.
So. Ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Wie gesagt, ich bin da noch am Anfang. Ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Ich finde es schon mal cool, dass ihr meine Kommentare mögt, beziehungsweise meine Art zu kommentieren, dass ich das Ganze ein bisschen ruhiger aufziehe, was ja auch meine Intention war. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Typ dafür, dass ich jetzt großartig rumblöde. Dafür gibt es dann andere. Zack. Ich hoffe, diesmal ist meine Soundqualität im Vergleich zum Hintergrundsound auch etwas besser. Das wurde auch ein bisschen kritisiert. Muss ich gestehen. Ah, ich bin hochgekommen. Oh, cool. Die nehme ich nochmal mit. Vielleicht kann man die gebrauchen. Und, ja. Was bleibt mir da noch zu sagen? Eigentlich nichts viel. Nicht viel weiter. Ja. Da kam auch jemand auf die Idee, ich würde Spiele machen, ich würde die Spiele moderieren, die mir wirklich am meisten Abonnenten bringen. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Also ich bin da auch relativ ehrlich, ich möchte die Spiele spielen, die ich sowieso vorhatte zu zocken. Und die erste Idee war eigentlich, hey, die Spiele spielst du sowieso, warum machst du es nicht mal in ein Let's Play? Und nimmst dabei auf und quatscht dazu. Was vor unseren Helden lag, und ja, so werde ich das auch machen. Also ihr werdet bei mir selten ein Spiel finden, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich schon komplett durchgespielt habe. Weil das mir einfach auch nicht unbedingt Spaß machen würde. Also ich mache das jetzt nicht, um Spiele zu zeigen, die ich schon durchgespielt habe und um da irgendwelche Sachen zu spoilern, euch geheime Sachen zu zeigen, sondern ich beschäftige mich auch mit den Spielen, die ich selber zocke. Das liegt auch an meinem Beruf. Könnt ihr an meinem Kanal sehen. Also Game Designer, ich bin tatsächlich Game Designer, das ist kein Gag. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal, wenn ein Abo-Special kommt, wenn ich mich dazu entscheide, bei einer bestimmten Zahl von Abonnenten Specials zu machen. Das hängt auch ganz davon ab, wie ihr das wollt, nehme ich mal an. Dann kann ich darüber auch gerne ein bisschen erzählen. So ein paar Ideen habe ich das schon. Aber, ja, deswegen, ich beschäftige mich mit den Spielen und probiere auch mal ein bisschen Hintergrundwissen dazu zu sagen. Vielleicht gibt es bei mir die ein oder anderen interessanten Facts zu spielen. Und, ja, deswegen stehen auf meiner Liste auch Battlefield 3, was ich mir definitiv holen werde, weil ich darauf auch schon ewig warte. Wer mein Battlefield 3 Preview gesehen hat, mein Let's Preview, wo ich die Beta ein bisschen angezockt habe, da habe ich ja auch erzählt, dass für mich Bad Company kein richtiges Battlefield war. Das heißt nicht, dass ich das Spiel nicht... Oh, verdammt! Das tat weh. Das heißt nicht, dass ich das Spiel nicht gemocht habe. Das heißt ganz einfach, dass es für mich nicht den typischen Battlefield-Flair hatte, sondern eher ein schnellerer Shooter war. Was ja nicht verwerflich ist. Und Battlefield 3 für mich wieder das Potenzial dazu hat, ein richtiger, schöner, toller Shooter zu werden. Richtiges, schönes, tolles Battlefield zu werden. Oder Skyrim. Da werde ich wahrscheinlich sehr viel Zeit mit verbringen. Das einzige Spiel, was ich wahrscheinlich demnächst nicht wirklich als Blind spielen werde, wird Dead Space 2 sein. Weil ich mir, also das würde ich auch gerne Let's Playen, oder das werde ich Let's Playen, weil ich mir vorstelle, dass es echt Spaß macht. Also ich gucke auch gerne mal so ein paar Horror-Let's Plays. Und mich reizt es einfach, Dead Space 2 mal zu LP'en. Deswegen werde ich das auch spielen. Ich denke, das könnte auch ganz lustig werden. Ich weiß noch nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich das spielen werde. Ja. Wobei ich Dead Space 2 auch nicht komplett durchgespielt habe, da mir leider damals das Safe Game verloren... Nee, doch nicht. Ich habe es ja bei Origin, da habe ich das Safe Game sogar. Ich bin bei Chapter 9. Bei Chapter 9 von... Lass mich nicht lügen. 12 oder 14? Irgendwie so in dem Dreh.